danken für die Möglichkeit, hier auch mal ein paar Worte zu verlieren und vor allem bei Ihnen, dass Sie zuhören. Ich möchte auch vorausschicken, dass ich kein Leugner bin, Corona-Leugner und auch kein Rechter, Aluhut. Und ich möchte auch Ihnen sagen, dass ich auch neutral mich verhalte und viele Dinge nur aus gesundheitlichem Aspekt sehe. Als das Ganze angefangen hat, Anfang des Jahres, hatte ich auch Befürchtungen, weil ich nicht wusste, was auf uns zukommt. Mittlerweile habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und viel recherchiert. Und so bin ich auch auf ein Interview von Professor Drosten gestoßen, welches er 2014 als auf der arabischen Halbinsel ein Coronavirus MERS ausgebrochen war, gegeben hat. Ich darf Ihnen das kurz vorlesen. Diese kann jeder im Internet noch nachsehen. Es ist noch nicht gelöscht. Die Frage der Reporterin war: Wo liegen die regionalen Schwerpunkte der Erkrankung? Es geht hier um das MERS-Virus, also ein Coronavirus, welches damals 2014 dort grassierte. Hier habe ich das die Wörtliche ein bisschen abgekürzt und nur den letzten Satz hier drin. Professor Drosten, allerdings muss man auch ganz klar darstellen, in dieser Region und vor allem in Saudi-Arabien wird momentan am intensivsten getestet. Reporterin, was ja an sich kein Fehler ist, oder? Professor Drosten, nun ja, es ist eben so, dass es bisher eine klare Definition gab, also ein striktes Schema, das festlegte, welche Patienten als MERS-Fall, sprich Corona-Fall, gemeldet wurde. Dazu gehörte zum Beispiel, dass der Patient eine Lungenentzündung hat, bei der beide Lungenflügel betroffen sind. Als in Jeddah Ende März diesen Jahres 2014 aber plötzlich eine ganze Reihe von MERS-Fällen auftauchten, entschieden die dortigen Ärzte, alle Patienten und das komplette Krankenhauspersonal auf den Erreger zu testen. Und dazu wählten sie eine hochempfindliche Methode aus die Polymerase-Kettenreaktion, PCR. Reporterin, klingt ja modern und zeitgemäß. Professor Drosten, ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass bereits ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachgewiesen werden kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendetwas bemerkte, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall, Corona-Fall. Wo zuvor Kranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor Ort die Sache hochgekocht haben. Reporterin, ob Sie hier Parallelen zu unserer heutigen Zeit ziehen, überlasse ich Ihnen. Reporterin, Sie meinen, dass die Medien einen Einfluss auf die Meldezahlen haben? Professor Drosten, in der Region gibt es kaum noch ein anderes Thema in den TV-Nachrichten oder Tageszeitungen. Und auch Ärzte und Krankenhäuser sind Konsumenten dieser Nachrichten. Die belegen sich dann ebenfalls, dass sie mal ein Auge auf eine bisher in Saudi-Arabien sehr seltene Erkrankung werfen müssten. Die Medizin ist nicht frei von Modewellen. Meine Damen und Herren, ich darf noch weiterlesen. Reporterin, aber 142 Tote muss man doch ernst nehmen. Antwort,
Unbedingt. Aber die 142 Todesfälle sind innerhalb von mehreren Jahren aufgetreten. Sie kommen nicht alle an diesen jetzigen Ausbruch. Ich befürchte, dass der jetzige Anstieg eher der erhöhten Aufmerksamkeit geschuldet ist. Dass hierzulande nicht anders berichtet, das ist hierzulande nicht anders. Berichtet Bild oder die Abendnachrichten über einen Ausbruch eines bestimmten Virus, steigt die Zahl der Laboruntersuchungen deutlich an. Einfach, weil auch Ärzte dann sensibilisiert und gezielt Ausschau halten nach den Erregern, über die berichtet wird. Was wäre Ihrer Meinung nach zu tun? Es wäre sehr hilfreich, wenn die Behörden in Saudi-Arabien wieder dazu übergehen würden, die bisherigen Definitionen einer Krankheit einzuhalten. Denn was zunächst interessiert, sind die echten Fälle. Ob symptomlose, und jetzt hören Sie gut zu, ob symptomlose oder mild infizierte Krankenhausmitarbeiter wirklich Virusträger sind, halte ich für fraglich. Noch fraglicher ist, ob sie das Virus an andere weitergeben können. Ich glaube, das bedarf keines einzelnen Kommentars. Wenn Sie die genaue Internetadresse wissen wollen, können Sie es auf meiner Homepage nachlesen. Da kann jeder sich selbst informieren. Und ob Sie Parallelen zu unserer heutigen Zeit ziehen, das überlasse ich auch Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Will mir helfen, weil ich ja auch schon ein Gefährdeter bin. Aber ich habe das genau auf meiner Homepage beschrieben, was mein Vorredner gesagt hat. Bereits im März Vitamine, Mineralien, frische Luft und Umgang mit Menschen und keine Angst. Angst schwächt unser Immunsystem. Das weiß jeder.